Die Teilnahme am Straßenverkehr in Thüringen war auch im Jahr 2010 so sicher wie nie zuvor. Dieses Fazit zog Thüringens Innenminister Jörg Geibert bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2010 im Rahmen der 21. Thüringen-Ausstellung auf dem Messegelände in Erfurt. Für das Jahr 2010 kann ich Ihnen ein fast durchweg positives Ergebnis in der Verkehrsunfallstatistik vermelden. In nahezu allen Kategorien sind die Unfälle zurückgegangen. Mit der Anzahl der Getöteten haben wir den bisher niedrigsten Stand seit Erstellung der Verkehrsunfallstatistik für den Freistaat, also seit dem Jahr 1991, erreicht. So ist die Zahl von 148 im Jahr 2009 auf 120 im vergangenen Jahr gesunken. Trotzdem gab es etwa 4% mehr Unfälle als im Vorjahr. Dabei spielte jedoch der winterliche Dezember eine große Rolle, denn allein in den letzten Wochen des Jahres krachte es rund 1900 Mal. Die Unfälle mit Personenschäden sind um 9,1% im Vergleich zum Vorjahr auf rund 6800 gesunken. Dabei ist die Abnahme bei den Unfällen mit verunglückten Personen vor allem aber auf die immer bessere Fahrzeugtechnik und Sicherheitsausstattung zurückzuführen. Eine mit über 18% deutliche Zunahme an Unfällen gab es beim gewerblichen Güterkraftverkehr. Über 1300 Mal mehr krachte es im Vergleich zum Vorjahr, vor allem im Bereich der Kleintransporterklasse, der sogenannten Sprinter. Hauptgrund dafür war die Also im Wesentlichen die nicht angepasste Geschwindigkeit, die da besonders stark hervortritt. Von allen aktiv am Verkehrsleben Teilnehmenden auch die gefühlte Ursache dafür, vielleicht der besondere Druck, unter dem sich der ein oder andere Fahrer auch befinden wird. Die Unfallentwicklung für die jungen Fahrer unter 24 verbesserte sich leicht, während 4,5% mehr Fahrer über 65 Jahren in Zusammenstöße verwickelt waren. Zu hohe Geschwindigkeit war in dieser Altersgruppe jedoch nicht die Hauptunfallursache. Das sind ja diese Vorfahrts- und Vorrangfehler auf Platz 1. Also nicht die überhöhte Geschwindigkeit. Der ältere Bürger fährt eher langsam, wenn man so will, und ist unaufmerksam oder überfordert in bestimmten Verkehrssituationen beim Abbiegen. Vielleicht entgeht ihm in seiner Aufmerksamkeit etwas. Eine generelle Tauglichkeitsprüfung für Fahrer ab einem bestimmten Alter hält der Minister allerdings nicht für sinnvoll. Für das reine Pkw-Geschehen muss man sagen, ist das Bild ja außerordentlich breit. Also es gibt den absolut agilen, fitten 75-Jährigen und es gibt natürlich denjenigen oder diejenige, die dann aus welcher Situation heraus auch immer mit 66 Jahren das erste Mal noch mal wieder ein Fahrzeug besteigt, eine Fahrleistung von 200 Kilometern im Jahr hat. Also mit so einer allgemeinen medizinischen Maßnahme etwa oder mit der Auflage medizinischer Begutachtung würde man, denke ich, das Problem nur teilweise treffen. Tragischer Abschluss und Hauptunfallursache bei den Radfahrern war Alkohol. Bei diesen Unfällen verloren 2010 9 Menschen ihr Leben, 2009 waren es noch 11.